bin der Raum. Ich bin der Raum, in dem ich bin. Ich bin der Raum, in dem alles ist. Ich bin der Raum der Perfektion. Ich bin der Raum der Liebe. Ich bin der Raum der Transformation. Ich habe auch meine Arbeitszeit. Ich bin der Raum der Magie. Ich weiß gar nicht, ob es zu lesen ist. Oder ich bin die Frau, die alles hat. Das ist noch der Titel von dem Mastermind vom letzten Jahr. Das war so ein All-Over-Mastermind, wo einfach mal diesen Fokus für die Frau darauf gebracht hat, wie ist es denn, wie wäre es denn, wenn ich tatsächlich alles sein und alles haben könnte, was ich will. Ich habe ja gesagt, Divine Design. Und das ist etwas, das ist ein Name, den ich unserem wahren Ich, unserem höheren Selbst gegeben habe. Weil all diese Namen, jetzt muss ich aber trotzdem mal noch schnell, sharing is caring. So, in meiner Gruppe Extraordinary Life. Warum Design, Divine Design und warum nicht seelengeführt, warum nicht Herzensbusiness, warum nicht, was gibt es denn noch für Namen? Ja, genau. Höheres Selbst, ganz einfach, weil wir immer noch das Gefühl haben, dass wenn wir solche Namen nennen, dass es etwas Menschliches ist, dass es etwas mit unseren Einschränkungen zu tun hat, dass es etwas mit unseren Bedingungen zu tun hat, dass es Voraussetzungen zu erfüllen hat. Und Divine Design ist unser wahres, göttliches Wesen, das immer perfekt ist, immer in Ordnung und immer richtig. Und jetzt muss mein Mensch dieses wahre, perfekte Wesen kennenlernen, lieben lernen, akzeptieren lernen, lernen, dass das das Einzige, dass das die einzige Identität ist, meine Divine-Identität, aus der ich hier mein Leben kreiere. Neville Goddard nennt es God's State. Ja, weil es dieser Zustand ist, den wir in uns generieren, der grenzenlos ist und der eben alles möglich macht. Und unser menschliches Design, das geht immer im Außen gucken. Unser menschliches Design, das geht immer im Außen analysieren. Es rattert immer im Kopf. Das ist immer das Logische und das Beschränkte. Und das Divine Design, manche nennen es auch Quantum, Quantumraum, aber immer wieder habe ich das Gefühl, es ist etwas außerhalb von mir, wenn ich diese Worte nenne. Ja, wenn ich so spreche, dann habe ich immer das Gefühl, es gibt etwas zu suchen. Aber es ist das Wichtigste. Es gibt nur jemand zu sein, etwas zu sein. Es gibt nur, dass ich das bin, dass ich das verkörpere, was ich im Außen sehen will und was ich mithilfe des Außen erleben will. Es ist so wichtig, dass ich diesen Unterschied verstehe, weil dann finde ich meine Basis. Dann kann ich mich in meinem Divine Design verankern. Ich kann immer wieder zurücklehnen. Ich kann immer wieder dahin zurückkommen. Und ich verliere sämtliche Angst. Ich verliere sämtliche Einschränkungen. Und ich fange an, wirklich in die Unendlichkeit, in das göttliche Potenzial zu denken. So, ihr Lieben, jetzt sehe ich euch auch hier. Ich bin hier mit zig Handys unterwegs. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, guten Morgen, guten Morgen. Und das ist wichtig, dass ich mir das verinnerliche. Dann springe ich auch nicht mehr nach außen an, auf irgendwelche Scams, auf irgendwelche Wunderversprechungen. Weil jedes Mal, wenn ich darauf einspringe, dann bin ich sowas von im Mangel. Und wenn ich aus dem Design, Divine Design, auf meiner Göttlichkeit, aus meinem Spirit, aus meiner Energie, nenn es Energie, aus meiner göttlichen Energie heraus anfange zu denken und zu fühlen und zu handeln und eben nicht mehr wie ein Mensch, sondern wie
ein Wesen, das alles ist, das alles schon beinhaltet, das keine Angst haben muss, sondern dass es nur in diesem Bewusstseinszustand, Seinszustand, ja, Bewusstsein habe ich auch immer noch das Gefühl, schwirrt irgendwo was rum. Und wenn ich aber merke, dass ich Bewusstsein bin und dass ich jedes Bewusstsein verkörpere, dann geht es darum, im zweiten und im nächsten Schritt, wenn ich das verstanden habe, zu wissen, wie und wie ich das verkörpere. Und darum geht's, was denkt, was fühlt, wie sieht dieses Wesen, das wirklich alles hat, die Welt. Und das ist eine Arbeit, weil ich muss eine ganz andere Perspektive anfangen zu verinnerlichen. Ich muss ganz, ganz andere Gefühle, Seinszustände als normal empfinden. Und das ist halt dieser Ablöseprozess, das ist dieser Transformationsprozess meines kompletten Seins, meiner kompletten Selbstwahrnehmung, meines kompletten Selbstkonzeptes und eben auch, um die Außenperspektive einzubeziehen, meines kompletten Lebenskonzeptes. Und wenn ich diese Basis verstanden habe, dann frage ich mich auch nicht mehr, wie und mit welchem Business kann ich erfolgreich sein? Warum sind die da draußen erfolgreich? Was muss ich anders tun, damit ich auch so erfolgreich bin? Was muss ich ändern an meinem Preis? Was muss ich ändern an meinem Angebot? Was muss ich ändern an meinem Wording? Was muss ich sonst ändern? Wie mache ich es, dass die mich verstehen? Das sind alles Fragen, auf die du keine Antwort brauchst, weil sie dich nur verwirren. Die einzige Frage, die du dir stellen musst, ist, wer oder muss ich sein, wen muss ich verkörpern, damit ich dieses Leben, das offensichtlich außergewöhnlich ist, weil es ist außerhalb der Gewohnheit, weil es ist leicht, es ist schön, es macht Spaß. Wer muss ich sein, damit ich dieses Leben verkörpere? Wer? Und warum bin ich die noch nicht? Und diese Sachen abschälen, diese ganzen Lügen erkennen, was ich mir noch erzähle, damit, weil ich noch nicht eine außergewöhnliche Frau bin. Darum geht's. Nur darum. Das ist die Arbeit. Und nicht dieses normale Denken, welches Business könnte ich noch machen? Welches Angebot? Was auch immer? Was ist das beste Network? Was ist das beste Affiliate? Was ist das beste Angebot? Und das habe ich vorher in meinem Post hier auch auf der Seite geschrieben. Wenn ich Frauen sehe, die wirklich innerhalb der Zeit, wo sie auf meiner Wall mir begegnen, irgendwie zig verschiedene Angebote machen und ich immer noch sehe, du bist die gleiche. Du machst jetzt ein anderes Angebot. Du hast einen anderen Preis. Und offensichtlich, weil du es immer wieder wechselst, was du tust und nicht eine Verkörperung, nicht eine einzige Message hast, bist du dir noch nicht sicher. Du ruhst noch nicht in deinem Divine Design, du probierst aus, du versuchst etwas zu tun, um jemand zu sein. Aber du musst jemand sein und dann kannst du tun, was du willst. Und darum geht's. Dass du dein Business so aufbaust, dass du toll bist, dass du dich traust, einfach zu sagen, ich bin toll, ich bin großartig. Und alles, was mit mir zu tun hat, ist dementsprechend toll und großartig. Alle meine Angebote, alle meine Worte, meine ganze Message ist großartig, weil ich bin das Zentrum meines Universums. Und alles ist so, wie ich es sage. Aber dazu muss ich wissen, wer ich bin, damit ich mich das trauen kann, damit ich wirklich rausgehen kann und aufhöre, mir die Frage zu stellen, was soll ich tun, was soll ich verkaufen, wie soll ich verkaufen, wie kann ich Kunden gewinnen, wie kann ich Geld kriegen, wie und was. Schmeiß die Frage in die Tonne und ersetze sie nur, wer muss ich sein? Wer will ich sein? Wer darf ich sein?
dass ich das Leben und dass ich mich hier so großartig anfühle und zwar bedingungslos, ohne dass ich irgendetwas weiteres erfüllen muss, lernen muss, Kurse belegen muss, sondern einfach nur diesen Seinszustand. Und aus diesem Seinszustand entsteht alles, was ich will, mein Business, meine Liebe, meine Beziehung, meine Freiheit, meine Leichtigkeit, mein verdammt guter Schlaf, meine Entspannung, meine Craziness, meine Wildheit. Aber das kann ich alles nur ausleben, wenn ich weiß, dass ich so in Ordnung bin, dass ich so geliebt bin. Und das ist so viel mehr wie Selbstliebe. Weil so viele Menschen versuchen, ihr Selbst zu lieben. Und zwar ein Selbst zu lieben, das sie gar nicht sind. Aber wenn du dein Divine Design, dein wahres Selbst in dir gefunden hast, wenn du das verstanden hast, zusätzlich, nicht nur, oh, ich fühl's. Nein, ich weiß es. Es ist so ein klares Wissen. Dann entspannst du dich, dann fühlst du dich gut, dann stellst du dir andere Fragen, dann machst du andere Schritte, dann machst du andere Entscheidungen triffst du dann. Weil du so ruhst in dir, weil du weißt, du bist sicher, weil du weißt, du bist gut und weil du weißt, dass nichts in die Hose gehen kann, solange du weißt, wer du bist und wie das Leben funktioniert. Und das ist einfach diese Basis, wenn du irgendwo rauskommen willst. Finde zurück zu dir, sagt dir jeder. Aber zu welchem zu mir soll ich denn zurückfinden, zu meinem Divine Design? So wie ich geboren bin, als noch keiner irgendeine scheiß Meinung über mich hatte. Da will ich jetzt zurück. Da, wenn ich da zurück bin, kann ich so ein außergewöhnlich, und außergewöhnlich heißt ja nur außergewöhnlich. Außerhalb der Norm, außerhalb von dem, was die meisten glauben, denken und fühlen. Weil ich es anders will. Und weil ich mein Divine Design kenne und ich weiß, wie das Leben daraus funktioniert und entsteht und kreiert wird. Und nicht, weil ich weiß, oh, ich kann mir alles manifestieren, ja, sondern ich kann alles sein. Das ist anders. Diese ganzen Manifestationspraktiken gehen alle in die Hose, weil du nicht die bist. Und weil du nicht der bist. Aber gerade rede ich halt mal mit Frauen, aber es ist egal. Ja? Da kannst du machen, was du willst und fragen, was du willst und versuchen, was du willst, wenn du da nicht verankert bist in deinem Divine Design. Und solange du noch irgendwas studierst von wegen Human Design und Upsi und Psychologie und was weiß ich nicht was alles und alles irgendwie verstehen und erklären willst, dann bist du es nicht. Und es geht darum, daran zu arbeiten, es zu sein. Und wenn du dieses Business haben willst, das dich verkörpert, das musst du zuerst bei dir anfangen. Und du kannst kein Business haben, das dich nicht verkörpert. Jedes Business verkörpert dich. Jedes Business zeigt, wer du bist. Jedes Business zeigt, was du denkst. Jedes Business zeigt, in was für einer Welt du lebst. Und in dem Moment, wo du zurückgehst in deine Wahrheit, in dein Divine Design, kommt alles zu dir. Da musst du nicht irgendwelche Übungen machen, ums machen, Energie, sondern all diese Übungen dienen, wenn sie dazu dienen, in dein Divine Design reinzukommen, dann ist es perfekt. Mach alles, was dir einfällt. Mach alles, was dir gefällt. Nimm keine Regeln an, sondern sag, das dient mir, in mein Design, Divine Design zu kommen und mich darin zu verankern. Dann ist es gut, dann ist es perfekt. Aber wenn du anfängst, um zu machen, damit du irgendwann mal was erreichst, dann wird es nicht das sein, was du willst. Dann wirst du so eine sein, die ganz, ganz viel Geld ausgibt und ganz, ganz viel sucht, um das Richtige für sich zu finden, um das richtige Business zu finden, um das richtige Angebot zu finden, um die richtige Strategie, Kunden zu finden. Alle. Und glaube mir, alle, die du beobachtest, alle, die dich triggern, schau sie an und wissen, sie haben genau das, was sie haben oder was du siehst, dass sie haben, noch besser gesagt, weil sie es sind. Punkt. Es gibt keine andere Antwort. Und nicht, weil sie zum Beispiel, wie ich, Betriebswirtschaft studiert habe, Prädikatsexamen, angefangen habe zu promovieren, diverse eigene Business aufgebaut und letztendlich mir totgerödelt habe, nie glücklich war, nie frei war, nie gut genug war und immer im Außen gesucht habe,
Was haben die, was ich nicht habe? Was können die, was ich nicht kann? Ich habe doch schon so viel gemacht. Ich habe doch schon so viel gelernt. Ich habe doch schon so viel gezeigt. Warum verdammt nochmal sieht's keiner? Weil ich es nicht bin. Weil ich es mir nicht traue zu sein. Weil ich mir immer noch irgendwelchen Bullshit in meinem Kopf erzähle, der eine Reflexion dessen ist, was ich sehe. Oh, so kann die das machen. Die ist doch viel jünger als ich. Ah, ich bin zu alt. Ah, die hat eine andere Ausbildung. La 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 la, andere Herkunft. All dieses la 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 schmeißt bitte in die Tonne. Das braucht kein Mensch. Die Reise zu deinem Divine Design, von deinem Human Design, von deinem Human Denken hinaus in dieses göttliche Denken. Und göttliches Denken hat nichts mit Gott zu tun. Nenn es Quantumdenken. Aber das ist auch schon wieder so, ich habe das Gefühl, die Quanten sind außerhalb von mir. Aber es ist nichts da draußen. Es ist alles in mir, in meiner Vorstellungskraft. Und meine Vorstellungskraft pusht sich out, wird nach außen gezeigt. Da ist nichts anderes. Es tut mir so, so leid. Und du kannst mir nicht beweisen, dass da was anderes ist. Außer du und deine Wahrnehmung und das, was dich repräsentiert. Ja, ihr Lieben. Habt ihr Fragen? Habt ihr Fragen? Also, ihr habt keine Fragen. Ich bin jetzt hier auf Zoom und ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei von meinem neuen Business-Programm. Das könnt ihr nachher immer wieder nachschauen, weil es ist einfach das A und O, da gibt's nichts anderes. Wenn du so rangehst an die Sache, muss mal sehen, ob ich dir das hier zeigen kann. Wenn du so rangehst an die Sache, dann funktioniert Business, dann wirst du absolut erfolgreich sein auf allen Ebenen, nicht nur in deinem Business, sondern in deinem ganzen Leben. Wenn du diese Divine Revolution oder Evolution machst, weil du warst es ja schon immer, du bist es ja auch schon immer, nur für dein Verstand ist es eine Revolution, eine Revolution, so anders zu denken, so krass andere Ansichten zu haben, wie die meisten Menschen auf dieser Welt. Darum geht's in diese Divine Revolution, Evolution, Business und Leadership Akademie. Es geht darum, dass du den Zugang zu deinem Divine Business Mindset findest, das, was ich gerade erzählt habe, und gleichzeitig den strukturellen Aufbau eines Unternehmens Hand in Hand umsetzt. Darum geht's hier. Und was dich genau dabei erwartet, ist eben dieser Business, Divine Business Mindset als Basis für dein Business. Dein Divine Design ist alles. Mehr brauchst du nicht als diese Verankerung da drin. Und gleichzeitig arbeiten wir an deinem Lebenskonzept, an allem, was dein Leben, was Determinanten in deinem Leben sind, deine Liebe, deine Familie, deine Partnerschaft, alle Beziehungen zu deinen Kunden, Anspruchsgruppen. Wer Betriebswirtschaft kennt, weiß, was Anspruchsgruppen sind. Da musst du eine klare Vorstellung haben, wie du in Beziehung mit diesen Bereichen stehst. Dass du immer wieder geliebt, gewollt, unterstützt bist von deinem ganzen Leben. Und deswegen erfährst du diesen Bewusstseinsprozess über diese wahre, tiefe Identität, der dich ein bisschen erhebt über den Bullshit, der da draußen läuft und von dem du geblendet wirst und klein gemacht wirst und unterdrückt wirst und in Angst und Wahnsinn und Panik getrieben wirst. Und gleichzeitig strukturieren wir dein Business. Ja, und was mache ich hier noch ein bisschen kürzer? Eben, wir verbinden das, ich habe schon gesagt, mit deinem Divine Design, mit einem strukturiert aufgebauten Business-Konzept. Ich bin Business. Ich habe studiert Business. Ich habe Business gelebt, immer. Aber als Human Design Frau, die so viel rödeln und arbeiten musste und trotzdem nicht gut genug war und trotzdem nicht anerkannt war, trotzdem nicht geliebt war, trotzdem nicht gefördert wurde und mir, es war alles so anstrengend. Es hat so nicht Spaß gemacht und immer wieder habe ich geschaut, warum haben die das? Warum haben die das? Warum haben die so viel Geld? Warum haben die so viel Erfolg? Warum haben die so viele Buchungen? Und ich saß immer da und dachte mir, warum, was muss ich anders machen? So viel Zeit verloren damit. Mit was muss ich anders machen? Was muss ich noch zusätzlich machen? Anstatt diese eine verdammte Frage zu beantworten, wer muss ich sein?
Ja, und das findet hier oben statt. Es ist eine innere Arbeit, eine innere Reise, eine Reise zum Divine Design, wo du nachher weißt, ich bin von nichts getrennt. Alles, was ich mir wünsche, ist schon da. Ich muss nur eins werden mit der Vorstellung, die ich habe von mir und meinem Leben. Aber ich muss eins werden mit einer Vorstellung, die ich wirklich liebe. Und das ist das Wichtige. Das ist so, so wichtig. So, und jetzt gehe ich weiter. Noch ganz kurz, die Module. Geht zum Selbstbild. Du hast mangelndes Selbstbild und so weiter, da gehe ich gar nicht drum. Kannst du auf meiner Homepage anschauen. Was beinhaltet, das ist noch wichtig. Wir haben die Möglichkeit, wir werden auf eine Yacht gehen, eine Woche lang. Ich wollte eigentlich vom 19. März, das ist aber ein bisschen kurzfristig, wahrscheinlich werden wir es in den Osterferien organisieren, wo du eine Woche Kick-Off-Coaching hast. Womöglich geht sogar noch die Dani Götte mit. Und wenn du mit ihr eine Finanzierung beantragen möchtest, dann wäre das auch ein richtiger Ort. Also da sind wir noch in der Kreationsphase, dass es richtig geil wird. Und wir sind auf einer Yacht, all-inclusive, super schöne Zimmer. Findest du alles auf meiner Homepage bei mywellfeeling.com. Und wir arbeiten an unserem Business, während wir scheiß viel Freude haben. Wir können kiten, wir können tauchen, wir können schnorcheln, wir gehen in den Jacuzzi, wir machen Party. Und gleichzeitig machen wir unser Schritte zu unserem außergewöhnlichen Leben, während wir uns schon ein außergewöhnliches Leben kreiert haben. Und mein Pricing ist wirklich, wirklich ein Startup-Pricing. Es ist wirklich ein Pricing, wo ich sage, ich möchte etwas bewirken. Ich möchte, dass diese Frauen, die ich erreiche, nicht daran scheitern, dass sie sich das nicht möglich machen. Du kannst es dir möglich machen. Und mit der Zusammenarbeit mit der Dani Götte zusammen, wenn du in Deutschland bist, du kriegst hundertprozentig die Fördermittel, wenn dein Ding Hand und Fuß hat, wenn du Hand und Fuß hast, dann klappt es auf jeden Fall. Deswegen, erstes Modul, was ist dein Business? Ich mache ein bisschen schneller. Es ist alles auf meiner Homepage unter Angebote. Du findest es dort. Was ist das richtige Business-Konzept für dich? Eben alles vor diesem Hintergrund, wo ich dir gerade erzählt habe, dass es hier tatsächlich darum geht, dass dein Seinszustand 95% deines Erfolges oder 98%, I don't know, ausmacht. Und diese ganzen Business-Tools, die Hard Facts, was Business betrifft, ist so ein kleiner Teil, der dir so leicht fällt, der dir so zufällt, wenn dieser Seinszustand in deinem Divine Design verankert wird. Und daraus ergibt sich auch Self-Leadership als Businessfrau, Selbstkonzept, Lebenskonzept, Divine Design, ergibt sich alles daraus. Dein Lebenskonzept verankert sich in deinem Divine Design. Dein Marketingkonzept nach den göttlichen Prinzipien und nämlich so nach dem ich sage, wie es ist. Ich brauche keine Marktforschung da draußen, die mir irgendwie widerspiegelt meine Limitierungen. Nein, nein, ich gehe gleich in die Vollen und sage, meine Kunden sind da, meine Kunden lieben mich, bla bla bla. Ein komplettes Marketingkonzept, professionell, einfach nur aus der göttlichen Perspektive. Genau, und dann gibt's dein Signature-Angebot, was dir entspricht, was dich als diese tolle Divine Lady widerspiegelt. Dann Divine Pricing und Sales. Divine Pricing, Divine Sales. Dein Preis, deines Angebots wird in Abstimmung mit deinem Selbstwert festgelegt. Das bringt nichts, wenn da kein Match ist. Und du kannst Millionen und Milliarden verdienen für dein Angebot. Der letzte hat die Larissa in meiner Facebook-Gruppe oder auch sonst bei sich auf der Wall einen Typen, der für, was weiß ich, für viel, zig, zig, zig Tausende, eine imaginäre Skulptur verkauft hat. Hallo? Crazy! Und dann kriegst du natürlich die Tools zur Umsetzung. Und diese Tools, da lernst du diese Werkzeuge, was du brauchst, um dein Divine Design zu manifestieren, zu materialisieren, dass es sich zeigt hier in der materiellen Welt. Und diese Fähigkeiten lernst du. Aber auch hier, du musst nicht alles selber können. Ich bin eine, die kann alles selber und habe jetzt total viel Mühe,
Leute für mich arbeiten zu lassen, weil ich denke, ich muss es ja selber machen. Da musste ich auch shiften. Und diese Präsentation hat die Petra für mich gemacht. So wie ich es will. Genau so. Aber das ging nicht von heute auf morgen. Früher habe ich stundenlang selber dran rumgebastelt. Gestern schreibe ich der Petra eine Message, mach mir doch bitte eine Präsentation bereit. Und dann ist sie da. Bam. Und so zu arbeiten macht so, so viel Spaß. Und so möchte ich euch das weitergeben. Und dass dann hier deine große Business-Eröffnung an den Start geht, dein Business, und du bist eins. Nach 4 Monaten machst du die Tore auf mit einer großen oder kleineren Angebotspalette, was auch immer du tust. Du bist da, du bist dein Business, du stehst da, du freust dich als dein Business. Klingt es nicht gut? Klingt es nicht hervorragend? Und das Ganze kannst du bis Ende diesen Monats, also bis 28. der Monat ist ja kurz, kannst du das kaufen für 7.000 Euro exklusive die Woche. Die Woche kostet dich extra auf dem Luxusschiff. Du brauchst kein anderes Geld als deinen Flug, und der ist billig nach Hurghada. Kostet dich 2.200 Euro für das Programm mit mir. Und zusätzlich kannst du diese Fördergelder beantragen, die Dani Götte hat es in meiner Facebook-Gruppe gestern gesagt. Dieser Businessplan, den du dazu brauchst, die Unterstützung mit ihr, sind nochmal 5.000 Euro. Aber wenn du dir überlegst, wie viel Zeit und wie viel Geld du sonst für Try and Error, also Versuchen und Irren, in die Welt schmeißt, dann ist es wirklich keine große Investition. Weil diese Investition, die wird dich davor bewahren, Zeit zu verlieren, und wird dich davor bewahren, einen Fehlschuss zu machen. Und darum geht's, dass du wirklich diese Frau wirst, die Erfolg hat, auch wenn du vielleicht jahrelang nicht Erfolg hattest, vielleicht jahrelang irgendwie Zeug probiert hast, das nicht geklappt hat, dann ist es jetzt so, dass du dir einen Neuanfang, eine Neugeburt in deine göttliche Identität erlauben darfst. Und kannst das Alte, was nicht geklappt hat, musst du nicht in die Zukunft schleppen. Du musst es nicht reinigen. Du musst gar nichts machen. Du sagst, ich starte jetzt neu. Und zwar richtig mit einer absolut unwiderruflichen Entscheidung, dass ich diese Businessfrau sein will. Und dass ich als Businessfrau mein Lebenskonzept, mein Liebeskonzept, mein Partnerschaftskonzept, mein Reisekonzept, mein Wohnsituationskonzept genauso entwickle und verwirkliche und umsetze, wie ich das haben möchte. Und für etwas anderes stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Nein, mache ich nicht. Ich brauche keinen Quatsch glauben, ich brauche keine Einschränkung glauben, ich brauche keine Unterstützung Einschränkung und Unterdrückung. Ich muss nichts von dem Zeug glauben. Ich kann sein, wer ich will. Wenn ich eine tolle, erfolgreiche Businessfrau sein will, die ein tolles Business hat, mit dem sie eine tolle Welt kreiert. Entschuldigung, muss ich noch warten? Nee. Ja, ihr Lieben. Also, ihr könnt euch das alles nochmal anschauen. Ich tue es sogar auf YouTube, wenn ihr das Freunden teilen möchtet. Mein YouTube-Kanal, Patricia Maria Dender. Ihr könnt es teilen, ihr könnt es nochmal oft anschauen, und ihr könnt auf meiner Homepage mywellfeeling.com ein gratis Kennenlerngespräch buchen. 20 Minuten kannst du mir deine Fragen stellen, und mach das, was du brauchst, um dich so zu fühlen, dass du bereit bist, um zu starten. Das ist alles. Das ist mein Anliegen. Das ist das, was ich möchte. Das ist das, was ich weitergeben möchte. Und dann musst du nicht mehr probieren. Und dann probiere ich es mit dem Business, mit dem Angebot, weil ich irgendwelche Hunderttausender Wuschi-Wuschi-Coachings gebucht habe, die super, super teuer sind und letztendlich mir nur immer wieder vermitteln, du bist nicht gut genug, wenn
du nicht so viel Geld für ein Coaching zahlst, wenn du dich das nicht traust, wenn du das nicht machen kannst, wenn du hier nicht weiterkommst, wenn du nicht durchgehst, bla bla bla, diese ganzen Slogan, den du vielleicht schon 100.000 Mal gehört hast. Und sobald es bedeutet, du bist nicht gut genug, weil, dann weißt du, dass es eine Lüge ist. Und ich möchte dich aufbauen, dass du weißt, dass du immer gut genug bist. Immer und schon immer gut genug warst, du nur die falschen Sachen geglaubt hast. Ja? That's it. Wir sind alle so konditioniert in unsere Kleinheit und unsere Schwäche. Und dann gibt's 1000 bedingte Coachings, die dir sagen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Und ich sage dir, es ist mir wurscht, was du machst. Ich führe dich dorthin, dass du bist. Und zwar so, dass du für dich deinen Weg findest, der deiner ist, nicht meiner, nicht meine Tools kopiert, sondern alles auf dich angepasst. Und so führst du dich. So bist du die Frau, die dich durchs Leben führt, die dich außergewöhnlich macht und immer außergewöhnlicher macht, dein Business außergewöhnlich macht und logischerweise ein außergewöhnliches Leben kreiert. Aber du machst es. Du machst es auf deine Art und Weise. Und jetzt geht es darum, dass du dein Divine Design rausfindest, das deins ist. Ganz, ganz alleine deins. Das steht in keinem psychologischen oder Human Design Buch, sondern es steht da drin, in dir ist das alles schon geschrieben. Und dazu brauchst du auch übrigens keine Akasha-Chronik, die dir sonst noch irgendwelche Geschichten erzählt. Du weißt es, wer du bist. Wenn der Scheiß weg ist, den du geglaubt hast, dann bist du da und sagst, boah, echt jetzt? Stimmt, so fühle ich mich an, wenn ich richtig, richtig da bin, richtig am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, immer gewollt und immer geliebt. Und ich will, dass jede Frau auf dieser Welt mit so einem Gefühl durch ihr Leben schreitet, schwebt, was auch immer. Ob Einhörner, Pinguine, Pelikane, whatsoever, es geht nur um dich, nur um dich. Ich glaube, das habe ich alles gesagt. Das ist alles gesagt. Und bei Fragen bin ich natürlich da. Bis dann. Tschüss.